Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part hier von der Elder Scrolls Online. Und wieder oder immer noch bin ich alleine unterwegs, denn Xerox hatte oder hätte Zeit, aber wie schon gemerkt, sein Computer spackte rum wie eine Sau. Oder er hat ja einen Laptop, das ist wieder was anderes, hat einen verkackten Kack-Laptop. Da bringt es zu nichts. Lieber ein Tower-PC, dann ist was los. Auch die Kühlung besser. Und einfach alles. Viel günstiger, wenn du was austauschen möchtest. Die sieht sehr schön aus mit dem Kleid. Kann man anziehen. Ach, jetzt nur noch schwimmen hier. Tralalalalalo. Sollen die ein Gegner sein? Legionär. Hey! Oh. Typ ist schon ziemlich komisch, muss ich zugeben. Hey! Der hat ja auch fast nichts. Hey! Na, jetzt! Du 14 oder was? In der rein geringere Seelensteine. Das heißt. Nein! Das ist billig. Billow. Okay. Brauche ich nicht. Naja, okay, war kacke Zeug drin, das ich nicht brauchen könnte. Und wenn ihr was sagt, dass ich falsch gemacht habe, könnt es doch unten in die Kommentare, meine Freunde. Könnt es schreiben in die Kommentare, meine Freunde, so rum. Das beantworte ich dann nach den, ja, Sessions und tralala und trilalu. Geht noch ein paar Tagen. Da hinten. Das soll eine einfache Quest sein, wir müssen hier. Oh, ich habe keinen Dietrich dabei. Das ist natürlich blöde. Ist wirklich doof, wenn ich keinen Dietrich dabei habe. Aber nun gut. Ich will mich auch nicht beschweren und beklagen. Stimmt. Ich habe auch ein kurz sehr großes oder sehr kleines, sehr großes kurz zeigt. Gedächtnis ein langes, kleines Langzeitgedächtnis. So rum. Da sehe ich schon wieder. Ganz feines. Eisenerz. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen, die Session hier. Wir haben ziemlich die Grünen abgearbeitet und sind nur noch die Gelben am Machen und können somit eventuell wieder Quests. Also, wir haben ja schon zwei Quests hier angenommen, aber wir bauen hier ziemlich viele ab. Ist ja eigentlich auch gut so.
Machen wir gleich noch eine Tagesquest damit, oder was? Oder die. Oder Eisnetz abgebaut. Scheiße, da bin ich zu spät gekommen. Zu spät. Schöne Brücke, schöne Brücke. Muss ich zugeben. Hier rüber, oder wie? So, was? Ich hätte es übersehen, wenn hier nicht der Schein wäre. Also den Perk, den ich auf den Skill gesetzt habe. Ist eine gute Hilfestellung, wenn man kurz schnell rüber möchte oder so. Das ist eine abgefuckte Sache. Und wir gehen wieder in den Sumpf hinein. Das wird eine spannende Sache hier im Sumpf. Es wird eventuell wieder... Ja, keine lauern, die wir nicht haben wollten. Nee, viele Krokodile lauern ja hier immer umher und tralala und pupupu. Ja, das geht schon irgendwie, muss man nur helfen. Yay! Eisenherz, nom 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 nom. Finde ich toll. Eure gesetzten Ziele müssen vervollständigt werden. Nein, ich rede nicht so. Gut, wir können fast ein ganzes gute Geschäft aufmachen hier, wenn wir so weitermachen. Ach, die alt. Ja, die haben jetzt mir alle Energie erzogen. Aber die Magiker habe ich ja noch. Schön blöde, hä? Will ich betteln? Schmuck oder was von Mutti? Voll doof hier. Ach, alte Klamottermänner hier. Na, hallo. Das ist spannend. Meine Fähigkeiten einsetzen, so schlimm sind die heutzutage schon. Das heißt, ich muss hier noch 3 Kobolde töten, im Minimum. Ah, komm, setz dich. Ey, ey, ey. Komm wieder her. Oh, ich sehe es immun, aber es kommt dennoch ran. Es kommt dennoch ran hier. Wir müssen ein bisschen mehr Kobolde schlachten, bis wir da ankommen, wo wir ankommen sollten. Oh oh. Oh oh. Hey! Die haben mich fast niedergeprügelt. Das war ziemlich eine gute Leistung. So, tralalalala. Vettel. Eine Jutenschärpe brauche ich nicht. Ist überbewertet. Nur schwere, harte Rüstung. In harte Männer passen und Frauen werden berücksichtigt und... Oh, hier sind wir schon. Das sind schöne Frauen. Sehr schöne. Na, ich bin zu blöde. So, hallo. Ihr habt es also endlich in den Sumpf geschafft. Ich habe eure Ankunft oder weniger erwartet. Ja, ein bisschen später wahrscheinlich. Sie stand auf den Steinen und im Himmel. Und in der Erde und in der Luft nicht. Im Wasser. So. Ihr wusstet, dass ich komme? Woher denn? Das Schicksal hat euch hergeführt, genau wie ich es vorhergesehen habe. Ihr wollt den Zwist zwischen dem Wirt und dem Zirkel beenden. Der Zorn und die Finsternis in Mutter Düsternis reichen tief. Selbst für eine Rabenvettel. Sie ist mächtig und herrscht über den Zirkel, indem sie den anderen Vetteln Schrecken und Pein bringt. Ja, das ist ein bisschen blöde, möchte ich zugeben. Alles aber nur das nicht. Ihr werdet diesen Talisman brauchen, um sie zu besiegen, da sie selbst dem stärksten Feind die Lebenskraft entziehen kann. No. Ihr könnt die Vetteln im Westen. Fragt. Ich werde auf alles antworten. Mutter Düsternis setzt dunkle Magie ein. Sie wird...
Dann zieht doch der Fettlinienkraft natürlich, das können wir noch machen. Und zuerst Eisenerz-Time. Wie sonst denn auch? Wir müssen hier nur. Oh nö. Ihr verpissert euch. Unser Fetteln ist ja da. Wir können tote Fetteln die Kraft entziehen. Was ganz Neues. Sind die zu Hause? Nö, aber da hinten höre ich schon wieder den Namen. Da kommt die da mal runter. Was die überhaupt irgendwie Macht im Spiel haben. Ich bin ja schon ein Kacker hier, aber diese da noch schlimmer. Schauen wir nach, was die so machen hier. Irgendwie nichts. Da passiert nichts, wenn die was machen. Oh. Komm mal her, du kleiner Wicht. Kobolds-Dame. Nein! Bist doch mal ruhig hier, du Misthöhle. Ich krieg's nicht ein. Wo ist noch eine Vettel? Eine Vettel, Vettel, Vettel. Die arme Vettel, die Vettel, Vettelfrau. So, jetzt. Jetzt komm wieder her, du Mistkröte von Mistkerl. Oh. Mutti, wann gibt's Essen? Oh, ich glaub gar nie. Ist nicht so auf Essen aus. Findet und tötet Mutter Düsternis. Na, die wird angezeigt. Und Hinweis, benutze den Talisman, wenn Mutter Düsternis ihren Zauber spricht. Das heißt, mit E müssen wir dann den Talisman wirken. Ich hoffe, dass was passiert. Hoppa! Oh, ist nicht mehr weit, nicht mehr weit. Die ist da schon? Das ist auf jeden Fall gut. Die wohnt im kleinen Haus oder was? Könnte ich mir vorstellen, dass die im Hause ist. Hallo? Wagt es, meine eigene Magie gegen mich zu verwenden? Ah, du Mistkröte! Gib doch auf, die Töne! Ich hab mich auch ohne was wieder geknüppelt. Boah, ein Kack-Auhorn-Schild. Die Dame hier noch zu Hause. Okay, jetzt müssen wir lesen. Ach du Scheiße. Und wenn die da aufkommt hier, dann sind wir wieder tot, oder was? Glaube ich, gehe lieber. Wenn wir hier noch bleiben. Dann sind wir dann gleich mal Schweinefutter. Hexenfutter. Sprech mit Siebeleck. Siebeleck. Sprech mit Siebeleck. Ach, die Namen hier. Ich musste den jetzt gar nicht einsetzen, aber. Na, okay. Ich habe oft auf E gerückt, aber da hat die Dame ja gesagt: Wer wagt es, meine eigene Magie auf mich zu wirken? Und hat irgendwie das ausgesetzt. Ich habe keine Ahnung. Na. Ich hab die so niedergeknüppelt, wie ich halt eben konnte.
Dame der Herrschaft und der grünen Brühsuppe. Ihr seid zurückgekehrt. Und ihr wart siegreich. Genau wie ich es vorhergesehen habe. Aber nicht nie. Ich habe ihr Dahinscheiden gespürt. Die Schatten, die ihr zerstörerischer Zorn über diese Fenne warf, werden nach und nach verblassen. Vielleicht wird sie dort Frieden finden, was auch immer jenseits dieser Ebene liegen mag. Ihr habt euch gut geschlagen, glaube ich. Glaubst du? Ich glaube, ich habe was anderes. Sie war eine finstere und gefährliche Kreatur, sicher. Ich trauere nicht um sie, aber ich wünsche ihr, dass sie nun Frieden gefunden hat. Der Einfluss von Mutter Düsternis auf die Vetteln war stark. Da sie nun fort ist, werden sich die Machtverhältnisse in den Fennen ändern. Ich hoffe auch. In der Tat. Ohne Mutter Düsternis werden die Vetteln verdorren und der Wirt gedeihen. Ihr jedoch müsst woanders sein. Oh, müssen wir das rausschmeißen, die wir nicht brauchen. Trödel, Trödel, Trödel. So, haben wir einen Platz genug? Eure Taten haben das Kräft in der Tat. Abgeschlossen. Bin nichts angenommen, bin nichts angenommen, bin nichts angenommen. Oh, da ging ein bisschen die Leiste hoch. Na, das ist aber mal klar hier. Bei, was ziehen wir das bei? Ach, hier in der Flamme, so. Drei Leveln können wir dann auch das hier machen. Der Lava-Peitsche. Er peitscht einen Fall mit La Flamme und verursacht 600 Schaden. 1000 Schaden, aber es ist ja nur das erste. Das ist schon die zweite. Überall ist, glaube ich, hier die zweite. Das zweite hier. Also, hier ist auch wieder die zweite Fähigkeit des Ganzen mit Leben natürlich noch dazu. Und das wird nur die eine sein und ich glaube, ich weiß nicht, was in Inferno. Ach du Heilige. Oh, wir werden auch ein bisschen Spaß haben mit den Fähigkeiten. Die auch noch hoch zu leveln. Das können wir machen. Ein Ranken und Schurken haben auch in der heutigen Session angenommen. Also vor wenigen Tagen, glaube ich, vermute ich mal. Ein Bote der Rotkrähen wurde unweit des Lagers der Löwengarde an den Ruinen von Lynard gefangen genommen. Er war auf dem Weg zu einem geheimen Treffen der Rotkrähen und des Blutdornkults. Ein Speer der Löwengarde hat vorgeschlagen, dass ich nach Vorsteher Pfeiffer, also Pfeife, suche und ihm eine Hilfe angebe, die Rotkrähen anzubieten und ihn an den Pranger zu stellen und somit irgendwelche Leute damit zu überbringen, sie mit Tomaten zu bewerfen. Aufgabe, sprecht mit Herrn Pfeifern. Der pfeift auch mal auf seiner Flöte rum. So, na gut, wir gehen und wenden uns den guten wie den schlechten Tagen zu hin und her. Da reit. Da reitet. Und Eisen jetzt gesehen. So schnell kann es gehen. So. Na gut. Der knabbert ein bisschen an mir und schon ist er tot. Tut mir aber wirklich leid. Tut mir wirklich leid. So ein Tier hat es nicht verdient. Eigentlich da drinne. Das Battle-Fan. Nein, no, noch nicht, noch nicht. Da können wir anders mal warten. Schon, da wäre jetzt ein lebendiges. Den haben wir gerade vorhin umgebracht. Hier ist ja auch nichts. Da
das wir mitnehmen könnten. Wie Eisenerz. Nö. Na gut. Oh, ich sehe schon. Die Zeit verfliegt wieder, meine Freunde. Wir sehen uns. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss, das war's.